Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Klemmi ist auch da und ich sage nur eins, knusper, knusper, Kläuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Heute bekommen. Warum wir da mal jetzt so eine kurze Zwischenstippvisite machen, das werden wir heute noch aufbauen. Das ist diese Tüte. Wir haben es bereits geöffnet und in der Tüte mit dem Elektrozeug ist eine besondere Tüte. Ja. Und ja, ihr könnt euch bestimmt an die Bohnenranke erinnern. Da wurde irgendetwas nicht mitgeliefert, deswegen war der Aufzug sinnlos. Was gehört zu jedem Knusperhäuschen? Zwei Figuren. Ja, es müssten normal drei sein, aber die zwei wichtigsten Figuren. Die eine Figur heißt? Hänsel. Und die andere Gretel. Da sind sie. Ups. Nach dem Ofen? Nein, nicht nach dem Ofen. Feiern gerade eine wilde Party, ja? Jo. Ich würde mal sagen, so wie ich das sehe, das sind ganz eigene Figuren. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, damit ich die auch richtig zusammenbaue. Ich hatte gestern einen Ausdruck irgendwo hingepackt. Ach, das ist alles gelügt. Die bauen wir jetzt zusammen, die Figuren. Zusammen, zusammen. Das sind die beiden Figuren. Nein, die sind nicht so groß, sondern im Minifigurenmaß. Wir werden darauf jetzt richtig eingehen. Welche nimmst du? Die mit der helle Hose oder mit der dunklen Hose? Ich nehme Hänsel. Hänsel, da, dicke Hose. Ja, eine dicke Hose. Dicke Hose. Ja, also wir freuen uns tierisch darauf, dass hier eine Minifigur entstanden ist, wo die in Dänemark nichts gegen haben können. Theoretisch. Ja, aber die lassen sich bestimmt irgendwas einfallen, um da irgendwie was zu machen. Aber ich denke mal, Leute, das kriegt er nicht hin. So, ich habe das Teil. Wollen wir mal schauen. Ich muss jetzt schon mal. Heftig. So. Dann die Arme. Die werden da reingesteckt, bis es Klick macht. So, dann haben wir zwei Hände, die sich komplett unterscheiden. So, das sind zwei die gleichen, will ich nicht. Ich nehme die hier. Jetzt hast du dann so, welches ist jetzt die rechte und die linke? Nehmen wir das als rechte. Na komm. Ja, klickt auch rein. Ja, ein bisschen schnupfen. Ey, Alter, das ist eine geile Figur. So. Ich habe die mit dem roten Mund. Ja, auch damals hat schon Lippenstift gegeben. Und dann, du hast da ein Brett. Das muss ich ja schön aufnocken. Einzeln, 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 bitte einzeln vorstellen. Das sind noch Arme, die übrig sind. Ja. Da sind wirklich nur zwei Figuren drin. Dann sind da hier wirklich ein Haufen Ersatzteile für die Figuren. Finde ich super.
So, ich mach mal Licht. Oh, darf ich bitten? Hänsel. Ich nehme mal die Platte weg. Dann geht's hier ein bisschen besser. Wirklich. Es werden noch Fotos gemacht und die werden da dran gehängt. Die Körperform ist wirklich gut gewählt. Die haben sogar einen Bobbes. Und den hinten, wo er hingehört. Ja. Nicht wie die vom großen L, dass der vorne ist. Man kann auch sagen, es ist eine dicke Wampe. Ja. Und hier ist das. Ja. Der sieht aus wie. Wie ein echter Mensch. Ja. Ja. Die so. Arme sind ein bisschen angewinkelt und die kommen sogar nach vorne zusammen, wenn man so hoch macht. Ja. Versucht das mal mit einer anderen Figur. Dass die Arme vorne zusammengehen, die Finger. Und wenn man so runter macht, sind die Arme seitlich. Ich stelle den doch mal richtig hin. So, so halt gerade stehen. So, und das Schöne beim Kopf. Ich nehme mal die Haare ab. Diese Austalierung vom Kopf, damit der auch anders da ist. Man hat sich ja schon was einfallen lassen. Hat sich damit wirklich sehr auseinandergesetzt. Das finde ich echt gut. Auf jeden Fall. Die haben das gelesen, was ja überall bemängelt worden ist. Ja. Und haben dann nicht einfach nur gesagt, ja, komm, scheiß, wir machen was anderes. Nein. Die sind hergegangen und haben wirklich das Richtige gemacht. So sehe ich das. So, und jetzt haben wir hier unsere Gretel. Genau. Sieht auch klasse aus. Fantastisch sehen die Figuren aus. Wunderschön. Die sehen aus wie wirkliche Menschen. Stell dir mal vor, die machen da ganze Serien von. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Mit den Körperformen bin ich 100%ig voll. Ist ein sehr, sehr gutes Produkt, würde ich sagen. Ja. Coole Idee. So, da haben wir die zweimal zusammengestellt. Immer gerade stehen lassen. Die stehen vor dem Hexenhaus und holen sich die Lebkuchen runter. Und deswegen haben sie auch eine dicke Wampe, ne? Dicke Wampe. Lebkuchen. Ja. Genial. Dann. Das haben wir außerhalb von den Dings jetzt hier gemacht. Das Set wird heute noch aufgebaut, heute Abend. Und ich habe schon im Fenster habe ich schon Platz gemacht für das Ding. Weil wir wussten, dass es kommt. Tausend Dank an Funhole. Dass wir wieder mal oder schon wieder eins bekommen haben. Ich freue mich über jedes einzelne Set, das die uns hier schicken. Über jedes einzelne. So, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesen Figuren haltet. Wir machen noch, Clevi macht noch ein paar Aufnahmen, hängt die hinten dran, tut sie auch wahrscheinlich in die Community noch reinsetzen. Ja. Doppelt gemoppelt hält besser. Da kann man sich die dann in aller Ruhe anschauen. Ich finde die genial. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann würde ich sagen, das war's für jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns, betätigt die Klingel, wenn ihr immer informiert sein wollt. Ja, das war's. Genau. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Kurznachricht. Tschöne. Tschüss.